Vor vielen Jahren gab es da auch die Diskussion, was ist Service-Robotik und was ist Industrierobotik. Das gibt es nicht mehr. Es wächst zusammen. Der analoge Mensch in der digitalen Fabrik, wie wird er sich da zurechtfinden? Bei mir sind jetzt Frau Schneider und Herr Wittmann von der Messe München verantwortlich für die Automatica. Was würden Sie sagen, sind besondere Highlights für jemanden, der sich jetzt für Robotik, nicht nur für Robotik, aber eben auch dafür interessiert, der auf diese Messe gehen sollte? Ich darf jetzt mal mit dem Rahmenprogramm anfangen, was wir da das erste Mal zeigen werden, zusammen mit Partnern innerhalb des VDMA, ist unterschiedliche Industrie 4.0 Demonstratoren, wo Robotik natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Mhm. Das ist zum Beispiel der OPC UA Demonstrator, das VDMA Robotik Automation. Mhm. Hier wird der Hersteller übergreifende Schnittstellenaustausch gezeigt über die OPC UA als ganz wichtiger Standard der Zukunft. Da werden die Roboterhersteller gemeinsam das Thema Condition Monitoring zeigen. Durch fast alle Themen zurzeit zieht sich das Thema Digitalisierung. Ja. Und die macht den Roboter auch zum immer universelleren Werkzeug. Auf der einen Seite wird die Robotik, sag ich mal, für kostengünstiger, auf der anderen Seite wird es besser anwendbar, leichter zu bedienbar. Und das geht natürlich nur mit Digitalisierung. Wir haben das auch versucht, in unseren Trendthemen ein bisschen zu pointieren und zu unterstreichen. Die Trendthemen werden sich wie ein roter Faden durch die gesamte Automatica ziehen. Das von Herrn Wittmann gerade angesprochene Thema nennen wir intern immer die digitale Transformation in der Fertigung. Ein weiteres ganz wichtiges Thema natürlich Mensch-Roboter-Kollaboration. Mhm. Das ist nicht mehr ein Thema, was ich bei den großen Roboterherstellern ausschließlich verorten kann. Ja, die sind natürlich alle da und natürlich ist es für jeden Automatica-Besucher ratsam, diese Stände auch aufzusuchen, denn da wird es ein Feuerwerk an Innovationen geben. Aber es sind auch ganz neue Roboter, die dort entstehen im Bereich kollaborative Roboter. Um jetzt einen herauszugreifen, Dosan wird sich das erste Mal mit seinem Fachbereich kollaborative Roboter in Europa präsentieren. Wenn so viele Roboter kommen, stellt sich immer wieder die Frage, wie steht denn der Mensch in der Fabrik noch da? Was ist denn mit dem Menschen im Zusammenhang mit der Robotik? Kümmert sich die Messe da auch drum? Also das ist eine unheimlich spannende Frage. Es ist immer das Bild, der analoge Mensch in der digitalen Fabrik. Wie wird er sich da zurechtfinden? Natürlich gibt es das ganze Thema Ängste, Sorgen, auf die wir auch explizit eingehen wollen. Wir haben dazu eine eigene Sonderschau, der Mensch in der Smart Factory, denn eins unserer wichtigen Trendthemen, das dritte Trendthema ist tatsächlich Arbeit 4.0. Mhm. Wie verändert sich unsere Arbeitswelt? Und da dürfen wir uns auf viele Exponate freuen, von Exoskeletten, die eine beschwerliche Arbeit unterstützen, bis hin zu digitalen Handschuhen, die dann auch Gestensteuerung ermöglichen, über Assistenzsysteme, digitale Montageassistenzsysteme. Also da wird man sehr schön sehen können, dass der Mensch auch weiterhin das Zentrum sein wird, von dort aus alles dirigieren wird, aber in einer ganz neuen Selbstverständlichkeit eben auch von Robotik und Automation Unterstützung finden wird und wir sind uns ganz sicher, dass er sie auch sehr dankbar annehmen wird. Wenn man allein auf die Hallenpläne der Automatica 2018 guckt, wird man sehen, es gibt zwei huckepackevolle Hallen mit Montagehandhabungstechnik, die natürlich auch gemessen an ihren Exponaten nicht ganz so große Flächen belegen wie die Robotik. Die Robotik verteilt sich für die Automatica 2018 in mehreren Hallen. Auch daran sehen Sie, wie das immer enger zusammenfließt. Wir haben noch den ganz wichtigen Bereich der industriellen Bildverarbeitung, auch dort von der Robot Vision, die ja wirklich das Auge des Roboters direkt in Zusammenarbeit mit der Robotik sich darstellen, bis hin zu Bildverarbeitungssystemen für Qualitätskontrolle, für diese ganze Bandbreite, die ich in der Produktion einfach brauche, die in einer anderen Halle platziert ist. Mhm. Wir haben wichtige Themen wie die Steuerungstechnik, Sicherheitstechnik, Software, Cloud Computing, ein wichtiges Thema, gerade für die Automatica 2018. Also da ist es vielleicht im Verhältnis ein Drittel reine Robotik, aber da zähle ich dann auch schon Service-Robotik und die professionelle Service-Robotik zusammen. Industrierobotik und die professionelle Service-Robotik. Da haben Sie schon ganz nette Begriffe gesagt. Ich finde, die Robotik hat sich in den letzten ja eben 14, 15 Jahren, seit es auch die Automatica gibt, ein Stück weit verändert. Am Anfang war es ja schon so ein Ding für die großen OEMs, für die große Industrie, die solche Dinge einsetzt. Wenn man sich jetzt die Landschaft anschaut in den letzten Jahren, hat sich da viel erweitert. Da gibt es kleine Roboter, die sind einfach zu programmieren und, und. Service-Robotik ist ein wachsendes Thema. Wie sehr spiegelt sich das dann tatsächlich bei Ihnen auf der Messe wieder? Ja, der Bereich Service-Robotik, der wurde ja im Jahr 2014 das erste Mal eingeführt. Dort haben wir gesagt, Service-Robotik ist ein wichtiger Teil, wird ein wichtiger Teil.
und haben den sozusagen auch in unserem, sage ich mal, Verbund mit unseren Ausstellungsbereichen hervorgehoben. Die Service-Robotik ist technologisch gesehen von Anfang an bei der Automatica dabei. Vor vielen Jahren gab es da auch die Diskussion, was ist Service-Robotik und was ist Industrie-Robotik. Das gibt es nicht mehr. Es wächst zusammen aus allen Ebenen. Die Industrie-Robotik-Hersteller haben jetzt mit ihren Zweiarmigen-Systemen auch Roboter, die immer mehr in den Service-Robotik-Bereich im weitesten Sinne gehen. Und die Anwendungen aus dem Service-Robotik sind auch immer mehr industrielastig zu einem gewissen Teil. Insofern wächst da etwas zusammen. Natürlich sind die Blickwinkel unterschiedlich. Auf der einen Seite ist es mehr wissenschaftlich getrieben, auf der anderen Seite ist es mehr produktionsgetrieben. Aber das ist eigentlich das Salz in der Suppe und das macht es auch so spannend, weil du letztendlich nicht nur die Ansätze der Großen hast, sondern der vielen kleinen, innovativen, die letztendlich mit einem ganz anderen Blickwinkel an das Thema Automatisierung, Robotik, Service-Robotik auch im speziellen Sinne herangehen. Ein ganz wichtiges Thema für die Branche, und wir verstehen uns ja als Plattform der Branche, wo die wichtigen Themen verhandelt werden, ist natürlich das Thema Nachwuchs, ist insbesondere in Zeiten der Digitalisierung auch, wie kriege ich IT-Nachwuchs, wie kann ich ihn gewinnen für den nach außen hin vielleicht erstmal etwas spröde wirkenden Maschinenbau. Und da haben wir uns in diesem Jahr ein ganz besonderes Format überlegt, und zwar zahlt das ein auf das Thema Recruitment, basierend auf der Erfahrung, dass diese neue Generation, die da heranwächst, sich vor allem sehr stark für Themen interessiert und natürlich dann auch das Umfeld, das passen muss, das Zwischenmenschliche, aber nicht so sehr ausgerichtet ist an den großen Markennamen der Firmen, dass das nicht alleiniges Ausschlagskriterium ist. Und dafür haben wir ein Escape Game, was wir entwickelt haben, zusammen mit einem mit Young Target, einer Agentur. Das wird ein Escape Game Truck sein. Die jungen Leute, die wir sehr gezielt im Vorfeld ansprechen, werden da in 33 Minuten ein kleines Rollenspiel absolvieren und in diesem Bus knifflige Aufgaben lösen. Auch ein bisschen Coding ist dabei, um da wieder rauszukommen. Und das ist sicher eine sehr gute Heranführung, denn wir wollen auch gerade dieser Generation zeigen, Robotikautomation ist wahnsinnig spannend und gemeinsam können wir da richtig tolle Sachen machen. Es ist ja schon so, ich glaube schon seit etlichen Jahren, dass auf der Automatica auch zusätzlich immer Infoangebote da sind, Konferenzvorträge und Ähnliches. Wie sieht es denn diesen da aus? Also die Automatica hat tatsächlich sich vorgenommen, Orientierungswissen zu vermitteln. Nicht nur die Aussteller geben einen Ausblick, was ist State of the Art morgen, sondern auch wir mit einem sehr umfangreichen Rahmenprogramm, was wird die Zukunft übermorgen sein. Selbstverständlich an der Stelle nochmal der Hinweis auf die ISA, International Symposium on Robotics. Wir freuen uns, dass wir Gastgeber besonders in diesem Jahr sein dürfen, denn die ISA feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit über 100 Vorträgen aus Wissenschaft und Wirtschaft rund um das Thema Robotics. Es wird neu eine eigene Podiumsdiskussion geben, The Future of Robotics. Wir freuen uns auf namhafte Keynotes aus der Industrie, wie zum Beispiel ein Dr. Zürn von Daimler, wie aus der Wissenschaft ein Professor Katip aus Stanford University, die sehr spannende Themen da präsentieren werden. Und natürlich in schon schöner Tradition die Verleihung des Engelberger Awards. Das ist die größte Auszeichnung, die die Robotikindustrie überhaupt zu vergeben hat, in diesem Jahr für herausragende persönliche Leistungen und Anwendungen. Und dann noch dazu der Jera Award für Innovation and Entrepreneurship in Robotik und Automation, der dann im Rahmen eines feierlichen Gala-Dinners überreicht werden wird. Und das ist doch definitiv ein guter Grund, auf die Automatica zu gehen. Wenn Sie es nicht schaffen sollten, versuchen Sie es trotzdem. Dann schauen Sie auf unseren Kanal. Ich werde garantiert jeden Tag von der Messe berichten.